2 gegen Prick und Yevi. Und ja, wir kommen nun Maltael immer näher. Warum heißt das Spiel eigentlich jetzt immer noch Diablo, wo wir doch schon gegen Maltael kämpfen? Diablo haben wir doch schon besiegt. Naja, es heißt ja auch Mario, obwohl du gegen Bowser kämpfst, ne? Ja gut, aber da könnte man das auslegen, dass man halt mit Mario kämpft. Na gut, egal. Sag an, was müssen wir tun? Ich habe erstmal einen Schluck getrunken, weil das musste ich nämlich tun. Das kannst du auch gerne machen. Wir müssen mit Thyri, mit der Tür da oben sprechen. Mit der Tür? Mit Thyrael, mit der Tür. Lol, warte mal, warte mal. Sprech mal den Seelenstein an. Er antwortet dir. Okay. Creepypasta. Ja, Maltael spricht mit uns. So, Über den Stein. ich sag Tyrael, er soll uns anquatschen. Ja, Dürael, wir warten hier. Na? Wie ist er da eigentlich rausgekommen? Maltael befindet sich in den Ebenen des Wahnsinns. Dann versteckt er sich ohne Zweifel in der Festung. Maltael kann dort bis zum Ende aller Tage ausharren. Er zwingt uns dazu, zu ihm zu kommen. Er versteckt sich und hofft, uns so lange aufzuhalten, bis er zu mächtig für mich geworden ist. Der einzige Weg zu den Ebenen des Wahnsinns führt durch die hohen Himmel. Ihr solltet sofort aufbrechen. Okay. Es gehört sofort aufbrechen. Was passiert hier? Weiß ich nicht. Du sprichst komisch. Hallo, hallo, hey, hallo, hallo, hey, hallo, hallo, hey. Ich hab immer noch einen Augen, krass. Und jetzt schon wieder neun. Okay. Oh, der Lieblingsengel. Der Imperator. Du darfst mit ihm reden. Nein, mach du mal. Oh, du hast noch nicht mit Imperius gesprochen. Nö, ich will ihn noch nicht. Das ist ein Arschloch. Mein Bruder. Ich habe in Tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht. Doch mein Bruder ist krank und um seinetwillen muss er aufgehalten werden. Nur bringe ich es nicht übers Herz. Also liegt es an euch. Kommt, Nephalem, auf in die Ebenen des Wahnsinns. Danke. Also, ich muss sagen, noch bin ich nicht wahnsinnig. Was suche ich denn in den Ebenen des Wahnsinns? Cutscene. Maltael denkt, dass er das Unausweichliche hinauszögern kann. Aber er unterschätzt meine Beharrlichkeit. Ich werde die uralten Schlachtfelder überqueren, auf denen Engel und Dämonen sich zahllose Schlachten geliefert haben, und zu den Toren der Festung des Wahnsinns reisen. Dieser Engel hat das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod gestört. Es ist meine Aufgabe, ihn dafür zurechtzuweisen. Wieso muss es immer Wahnsinn sein? Keine Ahnung. Kann das nicht mal der Cheerleader sein oder so. Der krass geilen Anime-Bräute, ich weiß es nicht. Was? Das ist das falsche Spiel, glaube ich, dafür. Kommst du? Ja. So. Oh, was haben wir denn hier bekommen? Ständiges irgendwas, Nephalims Zeug. Lauft ihr, meine Leute, lauft! Boah. Alles kaputt und tot und... Hallo Impi! Oh, tschüss Impi! Na, jetzt geht das wieder los. Mault er uns wieder nicht an, dass es schnell genug geht, obwohl es schnell genug geht. Ja, echt mal.
Er hat mir geholfen. Jetzt müssen wir immer wieder auf ihn warten. Ja. Siehst du, er schuld, dass es nicht vorangeht. Erstmal die paar Gegner platt machen hier. Dann spawnt er ja erst. Jetzt. Den Angriff will ich auch. Du hast neues Wissen. Habe ich schon fertig. Achso. Habe ihn eingefroren. Oder auch nicht, die untere da unten. Ja, dann lass uns erstmal durch. Ach nee. Ah, okay. Du hast eine Rune bekommen. Hatschi, hatschi, hatschi. Oh, allergisch gegen Runen. Furchtbar. Seht ihr die Arme dort unten? Ja. Nur mit ihrer Hilfe könnt ihr in die Festung gelangen. Okay. Aber ohne die Belagerungsrunen, die sie antreiben, ist sie nutzlos. Ihr besitzt bereits eine, aber es gibt noch zwei weitere. Also gut, Ding ist drei. Im untenliegenden Schlachtfeld finden, zusammengepfercht mit den Dämonen, die sie einst trugen. So groß sieht die Ramme hier gar nicht aus, ne? Ah, doch, siehst du doch. Hey, so groß sieht sie gar nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde sieht nachher irgendwie sehr viel größer aus. Wenn ihr Malta-El von seinem Wahnsinn seid. Ich finde, das Tor sieht so klein aus. Guck mal, ich habe Imperius gerade die Flügel geklaut. Gut gemacht. Kannst du damit auch fliegen? Los, mach mal. Warte. Hui, tot. Was sollen wir hier jetzt eigentlich genau suchen? Also, steht doch da. Ja, ich weiß schon, aber ich weiß nicht wo. Muss man da hier. Das sind so eine blauen eingefrorenen Zeitkapsel-Dinger. Ach so. Ich habe hier oben eine gefunden. Du mal die andere. Es sind so viele Champions, ich komme hier kaum durch. Die blockieren mir andauernd den Weg. Ah, das Ding, so ein Ding meinst du? Ja. Gut, dann gehe ich mit den anderen Weg weiter. Wenn die Gegner mich dann auch lassen. Hier ist gar kein Weg. Toll. Den ganzen Weg wieder zurück. Oh, ich habe hier noch was vergessen. Okay. Muss er die Rune mitnehmen? Ja. Bin ich gerade gestolpert oder was hat mein Charakter da eben gemacht? Wow. Das sieht witzig aus. Oh. Ich habe es mir im Stream nochmal angeguckt eben. Sah echt witzig aus. Okay. Hast du das gefunden? Nee, aber ich bin auf der anderen Seite. Es muss hier irgendwo sein. Schild. So. Ja gut. Toll, ich hab den... Moment, ich, Leben, das bringt sowieso nichts. Ich hab den nächsten Weg gefunden. Ah, den brauchen wir doch gerade gar nicht. Na komm, ich will die zeigen. Also ich weiß schon mal, wo wir danach hin müssen. Jo. Da ist es. Nee, das ist cool. Ja, hier unten ist sie. Soll ich sie schon fertig machen? Ich komme hin. Sie ist schon angeplatzt. Ich mach nichts.
Okay, ich habe leider gerade ein paar Gegner, die verhindern, dass ich mich teleportieren kann. Durch. Ich spring durch. Du hast eine Fähigkeit, bei der du springen kannst, ne? Nein. Hast du sie rausgenommen? Ach, du meinst dieses andere, aber das kann ich nur zweimal einsetzen. Danach braucht die erstmal wieder. Ja, ja, mach. Dann bist du ein bisschen schneller. Och, du hast dich mit Gegnern eingedeckt. Ja, Gruppenkuschel. Ja. Ach, hier war die. Ich hab die gar nicht gesehen. Da waren überall nur Gegner zu sehen. Hier warst du doch gar nicht. Doch. Nein, dein Weg war da oben. Ja, da müssen wir jetzt hin. Nach da ganz oben. Nein, du bist hier gar nicht lang gegangen. Du warst hier auf dem Weg und dann bist du gleich nach oben gegangen. Du warst da unten. Ich weiß nicht, wo du meinst. Ach, egal. Alles gut. Ich war doch schon mal ganz oben. Ja, aber unten warst du noch nicht. Weil du sagtest, ach, da ist die. Ich habe da nur Gegner gesehen. Ich war doch gerade bei dir. Ach, vergiss es. Ich habe doch dein Gruppenkuscheln beendet und dann war die Aufgabe fertig. Ach so, das meinst du. Ja, das war die eine Runde. Nö. Ich denke nicht, dass wir von der Ramme weggehen. Guck dir da, guck mal, das sieht aus wie eine große Ramme und so ein kleines Tor. Das sieht gar nicht so groß aus. Aber okay. Sprich ihn an. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Oh nein, schlechte Neuigkeiten. Der Splitter hat mir Maltaels Plan offenbart. Er ist schrecklicher, als ich es mir je hätte vorstellen können. Mit Hilfe des schwarzen Seelensteins will er sämtliche dämonischen Essenzen einfangen. Selbst jene, die Teil eines jeden Menschen sind. Wenn der Stein verändert wird, um jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Sanctuario die dämonische Essenz zu entreißen, werden sie alle sterben. Dann los. Wir dürfen unseren Angriff nicht länger hinauszögern. Noch ein Buch. Michael verändert den schwarzen Seelenstein grundlegend. Der Stein wird jetzt jegliche dämonische Essenz aus der gesamten Existenzebene anziehen, in der er sich befindet. Doch die Menschen stammen sowohl von Engeln als auch von Dämonen ab. Und so, bescheid, wenn das Buch zu Ende ist. Ja. Trägt jeder Sterbliche diese dämonische Essenz in sich. Sie ihnen zu nehmen würde bedeuten, ihnen die Seele aus dem Leib zu reißen. Fertig. Er hat gesagt, wir bestehen alle aus Engeln und Dämonen. Wir sind eine Mischung aus beidem. Ja, Menschen. Genau. Ich auch so. Ne, Menschen und dem Engel und Dämonen. Die Mängeln? Nee. Engonen? Ne, klingt auch doof. Hui. Hier sieht das Tor viel größer aus. Ja, sag ich ja. Als eben. Das. So groß war das nicht. Nee. Und die Wände waren auch ganz anders. Also die Wände unten von der Brücke. Ja. Sieht ganz anders aus. Da kann man es doch mal sehen, wenn wir jetzt zwischendurch. Oh Moment, das kann ich ja hier mal zeigen. Ah, ein scheiß Haken. Echt mal. Blöder Haken. Oh. Kann ich ja hier mal zeigen, da unten. Da sieht man das zum Beispiel. Oh ja. Riesige Wand, Haken und was weiß ich. Nein, die Wände, das ist von der Ramme. Oh, noch mehr Haken. Oh. Boah, für Geisteskraft. Machen wir die Haken kaputt, ne? Das sind schon wieder Haken. Oh, Alter! Wie viele Haken kommen denn noch? Ich hab das gar nicht mehr in Erinnerung, dass so viele Haken kommen. Vielleicht lag's an dem Gegner, an diesem Champion-Gegner, der da war. Ich stell mich hier hin, dann flieg ich gleich nach vorne in die Tür. Ich will auch.
Guck, jetzt sind wir vereint. Dann kannst du dich festhalten, dann fliegen wir rein. Der Weg ist frei. Ja, und ich hab Flügel. Wie sieht's von der Zeit aus? 15 Minuten. Okay. Die Festung des Wahnsinns. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in den Himmel? Als ich gegen Maltai kämpfte, glitt mein Schwert durch ihn hindurch, als bestünde er aus Luft. Er befindet sich in einem Zustand des Lebens und des Todes, unempfindlich gegenüber jeglichen körperlichen Schaden. Eure Magie genügt nicht. Um ihn besiegen zu können, müsst ihr über die Kräfte des Todes verfügen. Genau wie er. Kein Priester von Radmar hat das jemals gänzlich vollbracht. Wie soll das möglich sein? Die Macht der Toten. Falls ihr eins damit werden könntet, wärt ihr wie Maltael. Und ihr könntet ihm gegenübertreten. Aber ihr müsst euch beeilen, einen Weg zu finden. Tausende sterben in jedem Augenblick. Und Maltaels Macht wächst ins Unermessliche. Hast ja, gehört? Du dir doch einfach die Macht des Todes, ey. Warum müssen wir das immer machen? Immer die Drecksarbeit auf die anderen schieben. Ja, ja. Arsch. Sorry, dass ich Totenbeschwörer bin. Hä? Was? Ich meine doch Tyrael. Ja. Und er hat bestimmt mich gemeint, weil ich Totenbeschwörer bin. Ah. Hallo. Meister Totenbeschwörer Orden. Hier ist sonst die Schwester des Dings. Ja. Des Demon Hunter. Unsere Priester sind bereits gefallen. Sogar ihr, Meister. Es ist, wie es sein soll. Ich bin gekommen, um euch dabei zu helfen, Maltaien zu bezwingen. Ihr müsst eine Macht durchtragen, von der ihr niemals zu träumen gewagt habt. Aber zunächst müsst ihr uns aus unserem Gefängnis in den Tiefen dieser Festung befreien. Dafür werde ich sorgen. Ich schwöre es. Aha, dann sind wir unsterblich, okay. Hoffentlich baut Diablo 4 daran an. Yay. Katzi. Nephalem. Der schwarze Seelenstein gleitet durch das Portal. Nach Sanctuario. Selbst in diesem Moment trägt er den Tod in eure Welt. Und so endet der ewige Konflikt. Es wäre echt cool, wenn die mal ein Spiel machen würden, wo man denn aussuchen könnte, macht man's, hilft man oder nicht? Ja, du meinst ein Entscheidungsspiel quasi. Und ja. Beides hat Konsequenzen. Richtig. Und hier würde Maltael das halt schaffen, alle Menschen würden sterben. Nur noch die Nephilim und die Engel würden überleben. Das wäre eigentlich auch voll geil. Den Weg schon gefunden? Kein Plan. Ja, moin. Ah, hi. Schön, dass man dich auch wieder sieht. Nicht mehr lange, wenn ich immer wegkommen würde. Oh, scheiße. Oh Mann, scheiß Gegner, setz mich doch nicht mehr wieder zurück hier. Mann! Die bauen überall Wände vor mir. Ich weiß. Nee. Ja. Da, ich hab den Weg gefunden. Ich hab ihn. Ah, jetzt sind wir fast da. Fast. Jetzt gibt's hier noch ein kleines Kämpfchen. Yay!
geschafft. Was? Der spricht da mit mir. Und es scheint, als folgen beide meinem Geheiß. Ihr seid dem Kreislauf näher, als jemals einer von uns ihm gekommen ist. Nutzt diese Macht, um uns unseren Frieden zu geben. Meister, das ist wahrlich ein großes Geschenk. Es ist eine Aufgabe. Versagt nicht. Okay, der spricht so langsam. Meiner war fertig und ich habe meinen Nachtier eingelöst. Echt? Meiner noch nicht. Der hat noch gequatscht die ganze Zeit. Und ich bin Level 65. Ich auch. Na, siehst du, zum Ende hin wird auch noch wieder fast gleich auf. Yay. Weißt du, wo es hier lang geht? Kein Plan. Gut, ich auch nicht. Ich folge einfach irgendeinem Weg. Oh Gott, toll. Genau zu einem Champion gelaufen. Da müssen mir die Gegner im Weg stehen, ey, das nervt. Ja. Der hilft da gleich schon, Gegner zu töten oder töten zu müssen, der 5 Jahre braucht zum Sterben. 5 Real-Life-Jahre übrigens. Was? Weißt du doch. Hey, danke für das Amulett hier. Jojo. So, ich geh dann mal, ne? Bei mir lag keins. Sind schon mal wieder meine Tab-Taste da. Da unten war noch keine und da oben. Also müssen wir wohl nach da unten. Lasst mich doch mal hier raus. Au, blödes Schutzschild. Oh ja, jetzt häng ich in diese blöden Tür fest. Ja, habe ich gerade auch. Ich bin einfach zu fett für die Tür. Nee, die ist zu elektronisch. Ah, ja, endlich. Hey, da wollte ich auch gerade langlaufen. Ach ja, das ist richtig. Gleich sind wir da. Ja. Ja, auf mir hinterher zu fliegen, du Gegner, du. Ich folge dir. Au, hier war eine Tür. Bist du meine Liste drinne? Krieg ich ein Weihnachtsgeschenk? Nee. Hey? Nicht, ich dachte, jeder in deiner Liste kriegt ein Weihnachtsgeschenk. Jeder meiner Freunde kriegt ein Weihnachtsgeschenk. Was? Sind wir keine Freunde? Du hast gesagt, ich krieg kein Weihnachtsgeschenk. Und dann hast du gesagt, dass jeder deiner Freunde kriegt. Also heißt das von dir aus? Du hast doch gefragt, jeder in deiner Liste bekommt doch ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Ja, und ich habe nie gesagt. Also bin ich nicht in deiner Liste. Nicht jeder in meiner Liste bekommt ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Genau. Die Festung macht mich schon wahnsinnig. Lass uns das beenden. Seelenstein ist in Sanctuario. Bald wird das Blut der Dämonen aus der Schöpfung hin fortgespült werden. Ihr werdet der Letzte eurer Art sein. Für einen kurzen Moment.
Okay. Der Tod überkommt euch, Nephalem. Du willst über mich kommen? Alter, nee. Nee, Alter, hör auf damit. Das wollen wir nicht. Klingt halt echt nicht so geil, ne? Nee. Oha, er macht ihn. Au, 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 au. Tut doch gar nicht weh. Natürlich, ich hab die Hälfte meines Lebens gerade verloren. Lol. Ich will nicht sterben, danke. Ich hab ihn eingefroren. Oh, den bösen, bösen Mann habe ich eingefroren. Boah, der braucht aber ewig, um... Hat halt echt viel Leben. Ja. Wie viel Schaden machen die Geister jetzt? Ach, ich weich die ganze Zeit aus. Lol, ich bekomme nicht ein bisschen Schaden. Ich bin tot. Warte mal, ich wiederbelebe dich. Ach, kann ich nicht stehen in der Wolke. Malta, ey, kannst du mal kurz weg? Ja, danke. 128.391.480 Lebenspunkte hat er. So, hab dich. Danke. Ganz entspannt wiederbelebt. Geil. Ich saug ihn jetzt aus von der Entfernung her. Weil du saugst den Mann aus, der auf uns kommen wollte. Alles klar. Ist okay. Klingt ein bisschen ganz falsch. Bedenke, ich spiele hier, mein Charakter hier ist weiblich, ne? Also das wäre dann nicht. Du hast angefangen. Das Sperma des Todes. Oh nein, er hat den Stein zerstört und jetzt klebt er ihn an sich ran. Und nun wird er Ultra Maltael. Aua. Was? Ich habe mich noch nicht mal bewegt. Und schon war ich halb tot. Ich musste eben einen Heiltrank benutzen, als ich dich heilen wollte. Au! Wiederbeleben wollte. Ich habe immer noch keinen Schaden bekommen. Also ich bekomme so selten Schaden. Und ich war gerade schon fast wieder tot. Au! Guck mal, ich kämpfe sogar in der Wolke. Ich bekomme keinen Schaden. Ja, glücklich. Hey, warum bekomme ich keinen Schaden? Achso, weil ich einen Schlage nebenbei. Warum spielt die Story? Weil es ein Live-Let's Play ist gerade. Die ja. Sind auch für YouTube. Oh nein, 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 nein! Wow! Ah, halb tot! Wo ist dieser Brunnen? Da. Der ist schon tot. Ja, ich brauch aber trotzdem Brunnen. Hä, wo ist er denn? Er ist unsichtbar, cool! Okay, ein Bug. Das hab ich schon mal gehabt. Im Stream auch. Au! Ah, ich mag dieses Licht nicht, das leuchtet so toll. Da wird man immer halb blind. Wow, ich bekomme schon wieder einen. Tutorial an. Okay, sicher? Ja. Wo ist der schwarze Seelenstein? Maltael hat ihn zerstört und sich seine Mächte zu eigen gemacht. Dann wurde Diablo durch Maltaels Tod entfesselt. Er ist frei. Ah, er ist wieder frei. Ja. Also ist Diablo, also gibt es eventuell doch ein Diablo 4, was ich schon gesagt habe, scheiße. Katzin. Die letzte. I see. Tja. Wieso fallen immer alle Bosse irgendwo runter? Warum nicht? Epischer. Hat das Unmögliche geschafft. Sie hat den Tod besiegt. Die Schuld der Engel getilgt. Und die Menschheit gerettet. In diesem Augenblick des Triumphes sah ich die Nephalem in einem neuen Licht. Sie ist eine Heldin, die die Mächte von Himmel und Hölle zu besiegen vermag. Eine Totenbeschwörerin, die